Hallo und herzlich willkommen zum neuen Teil oder zum weiteren Teil vom Behind the Scenes Projekt. Und zwar geht es heute um die ganzen Deckenstützen. Das sind 25 und die müssen jetzt einfach mal gewartet werden. Die sind jetzt bei der Baustelle schon wieder weg, weil wir doch die dort nicht mehr brauchen. Beziehungsweise es sind eh nur genug da. Die 25 müssen jetzt einfach mal alle überprüft werden, schauen, ob sie noch so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Genau. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt. Wir nehmen einfach mal eine. Es ist jetzt eine ziemliche Arbeit, das Ganze. Die müssen alle aufgeschraubt werden ins Rohr. Wenn man weiß, wie sie funktioniert, das unten ist ja sowieso nur die Sicherungsmutter eigentlich für den Transport. Und dann ist es so. Und dann kann sie beliebig schön verstellt werden mit der unteren Mutter. Die obere ist auch nur als Abstoß gedacht. Genau, aber jetzt muss sie die alle mal aufschrauben. Das Rohr einfach mal. Die Rohre sollten eigentlich eher alle nicht beschädigt sein und die Stangen einfach mal auch vorne dann die Muttern runternehmen, weil da können noch Klebereste drin sein, in dem Fall nicht, aber es gibt genug, wo vorne noch etwas erwischen durch gar keine. So wie da zum Beispiel, wo vorne noch Kleber drin ist, mit dem sie angeklebt wurden. So. Aber genau. Die Gewindestangen müssen dann einfach frei sein. Muttern sollten geputzt werden, wenn was drin ist, und dann einmal einfach die Gewindestange auch abputzen. Viel mehr ist es eh nicht. So, und dann natürlich wieder die Muttern drauf. Das wäre jetzt dumm, warum ich die zuerst drauf dann habe. Genau, das wird auch für das Video noch nicht alles sein. Es gibt auch dann noch Arbeitsbühnen, die ebenfalls überprüft und repariert werden müssen, gegebenenfalls. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Wir werden jetzt auch nicht alle von den 25 im Video machen, weil das wäre ein bisschen viel. Das Rohr einmal fährt durchbuschen und mit dem Schraubenzieher gerade einmal durchfahren. Und die jedenfalls Innendreck raus tun. Außen kann man es sonst auch mal abputzen. Mehr ist da auch nicht zu tun und nachher kann die Deckenstütze schon wieder zusammengebaut werden und konnte rein theoretisch auf die nächste Baustelle gebracht werden. Ich würde sagen, mache jetzt noch ein paar Deckenstützen im Video, daraus machen wir einen kleinen Zeitraffer und nachher sehen wir uns gleich wieder bei den Arbeitsbühnen. So, jetzt sind auch die Deckenstützen fertig gereinigt, alle soweit sauber gemacht und durchgecheckt. Ich habe es jetzt auch nochmal mit ein paar Gummibändern besser zusammengebunden, dass man es erstens besser lagern kann und zweitens dann gleich auf der nächsten Baustelle schön an einem Punkt gleich aufhängen kann. Genau, wollte euch nur nochmal das Endergebnis zeigen und dann können wir jetzt weitermachen mit den Arbeitsbühnen. Es sollte dann auch der wesentlich spannendere Teil werden als die Stützen, aber bei den Stützen war es eh nicht so viel zum Durchchecken. Bei den Arbeitsbühnen müssen wir viel mehr checken und auch ein paar Sachen reparieren, weil da haben wir jetzt eigentlich nur geputzt die ganze Zeit. Genau. So, jetzt kommen wir endlich zum spannenden Teil vom Video und zwar den Arbeitsbühnen. Ich meine, die zwei, die wir jetzt im Video warten wollten, da habe ich jetzt schon leider im Vorfeld gesehen, da ist eigentlich nichts kaputt. Es handelt sich jetzt allein um ein paar Reinigungsarbeiten. Aber bevor es wegschaut, es ist jetzt wirklich durch Zufall, gerade an dem Wochenende jetzt passiert, dass der Arbeitsbühne auf der Baustelle, der dort noch an der Wand hängen sollte, runtergefallen ist. Ich weiß selber noch nicht, woran es gelegen hat, aber die müssen wir natürlich auch dann noch dran tun, damit es im Video dann alles wieder passt. Damit können wir wenigstens die. Wir reparieren sozusagen. Die müssen jetzt einfach kurz sauber gemacht werden. Das macht man gleich, weil es geht einfach um die Kleberreste, die dann noch am Rand drauf sind und womöglich auch unten, so wie da. Mehr ist da eh nicht zu tun. Das ist jetzt direkt ein bisschen schwierig hinter der Kamera und da zu machen, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. So auf jeden Fall nicht.
Es geht jetzt auch nicht darum, dass es 100% perfekt ist, aber so, dass es dann einfach ein bisschen schöner ausschaut, sind überall gerade der Kleber drauf pickt. Ja, das ist locker, kann man dann auch nur ankleben. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass das locker ist in der Vorbereitung. So, da das am Rand nun weg, auf der anderen Seite noch, ist der Geh jetzt gar nicht runter da. So, jetzt ist runter, zumindest teilweise. Und da, das fehlt noch. Das wehrt sich aber auch runter. Ist schwieriger, als man vielleicht denkt. Denk, Scheißkleber da wieder runterzukriegen. Das ist nicht der Heißkleber, sondern der Scheißkleber. Geht ja gar nicht mehr, aber immer dann, wenn du es nicht brauchst, dann geht der zu schnell runter. Und da, wo er dann endlich runter darf, da hebt es nachher bombenfest. So, sonst ist da jetzt eh nicht mehr so viel. Die Bodenbretter sind größten, da ist man stabil, sonst haben wir da unten noch einen Batzen Kleber drauf, weil da wackelt es ein bisschen. Und das kleben wir nachher noch. Aber jetzt reinigen wir zuerst noch die andere. Können wir da doch auch noch was reparieren gleich. Das muss da runter, ohne dass es kaputt macht halt. So. Wegen der einen Holzfaser, da ist es ja egal. Sollte halt nur nicht das Ganze abzwicken. So. Sind wir wieder sauber und oben ist da eh gar nicht mehr so viel drauf. Da ist auch in dem Fall wirklich alles stabil. Und da oben ist eh nur wenig Kleber. Da haben wir noch so einen Kleberbatzen. Es wird ja nur ein Putzvideo, kein Walpungsvideo, sondern Putzvideo. So, das kommt noch weg. Weil das war es dann auch schon. Jetzt habe ich da am Rand noch was übrig gelassen. Nicht der Ernst. So. Jetzt passt es aber wieder. Jetzt sind beide Bühnen sauber, wie schon gesagt. Jetzt gehen wir gleich noch wo was das und das kleben. Und dann reparieren wir noch die andere Bühne. So, jetzt können wir es auch schon ankleben da. Oh, jetzt ist das auch noch locker geworden. Aber wenn wir schon da sind, ist das auch kein Problem mehr. Einfach ein Batzen Kleber drüber. Seine Finger sich nicht verbrennen, wäre gut. Und da noch. Sollte so passen. Warte mal kurz, bis das getrocknet ist. Wobei, eigentlich kann man das unten auch schon dran füllen. Auf welcher Seite ist es? Auf der. Ja, da. Tun wir da einfach einen Batzen Kleber reinhauen und drücken die Bodendiele ein bisschen fester dran an das. Und weil dann hebt es auch gut wieder der Boden, die Bodendiele da an dem Gestänge unten dran. Dann stützt uns keine Arbeit auf der nächsten Baustelle ab. Es sollte gut halten wieder alles. Dann haben wir die zwei Arbeitsbühnen erfolgreich geputzt. Eigentlich mehr als repariert. Na, und dann kommen wir uns jetzt schon auch an die andere machen. So, also da ist jetzt das Unglück passiert. Die Bühne hängt ja eigentlich normalerweise da und da sind noch so ein paar einfach andere Hölzer drüber gelegt, um den Zwischenraum zu füllen, weil es damals ja nicht mit den Bühnen gescheit ausgegangen wäre. Aber die große Arbeitsbühne ist von da halt einfach abgestürzt und in ihre Einzelteile so ziemlich zerbrochen. Dann können wir ja doch noch eine Bühne reparieren. Das war, wie schon gesagt, nicht beabsichtigt. Einfach passiert. Den Fuß, da müssen wir auf jeden Fall einmal noch ankleben, weil er so verbogen wie der war. Schaut es nicht mehr gut aus. So, ich hoffe, ich erwische jetzt einen ziemlich guten Winkel da. Wir sollten jetzt ziemlich gleich mäßig sein. Ja, das ist halt jetzt das Nervige, den muss er jetzt halten, bis er trocken ist. Mit ein bisschen pushen vielleicht, dass er schneller trocknet. Jetzt hebt schon, jetzt wird schon halten, oder? Wird doch schon halten, hey. Soll jetzt gefällig stehen bleiben. Weil sonst wäre die aggressiv, gell? Wenn das jetzt endlich hebt. Achso, kann man es ja hinstellen. Genau, weil dann müssen wir da auch noch das einmal da unten alles schon anbekommen und dann da oben und dann noch fehlt noch
der Mittellauf da. Genau. Und wer sich fragt, warum da so viel Eisendinge rumliegen, die sind ja eigentlich auf der Arbeitsbühne gelegen. Ja, sind halt, liegen nicht mehr auf der Arbeitsbühne, weil die Arbeitsbühne halt auch abgestürzt ist. Genau. Dann geben wir mal da einen Batzenkleber drauf. Und da wissen wir nicht, wo es sein soll, gell? Gut, da und da. Wird schon passen. Aber so weit daneben kann man gar nicht sein. So. Jetzt habe ich natürlich Heißkleber auf den Finger gebracht. Sehr toll. Rennt auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, ist nichts passiert. Geht schon weiter. Man muss auch was einstecken können. So. Haben wir zumindest schon mal das grobe Gerüst hergestellt. Ich putze das jetzt auch gar nicht, weil der ist ja praktisch nur im aktiven Baubetrieb auf der Baustelle. Wäre unrealistisch, wenn sie dann wieder sauber wäre. Der wird einfach notdürftig wieder zusammengesetzt. Für Reinigungen und genauere Inspektionen ist ja nachher die Wartung zuständig. Was wir gerade vorher gemacht haben. Das kommt runter. Und das muss jetzt noch in die Mitte drauf, aber das sollte jetzt ein Kinderspiel sein. So. Bei sowas arbeite ich immer gerne mit Heißkleber, weil er trocknet relativ schnell. Ich mache ja auch bei den Schalungen immer mit Heißkleber Pickel an. Und man kriegt es relativ leicht wie auseinander. Was auch gerade bei den Schalungen eben viele Vorteile mit sich bringt. Und es geht eben wahnsinnig schnell. Brauche ich keinen Superkleber oder irgendwas anderes, weil mit dem Heißkleber erledige ich das recht schnell. Natürlich verbrennt man sich auch hin und wieder die Finger, was man eigentlich nicht machen sollte. Ein bisschen mehr aufpassen könnte hier und da schon nach. Aber ja, jetzt muss man eher Nachfüllung gehen, weil für die Nachfüllung für die Heißkleber schon holen, weil für da vorne braucht man ziemlich viel Kleber, damit das an der Wand hebt. Aber ich würde sagen, dann kann man es ja auch gleich an die Wand flicken. So, mit neuem Kleber und der gerichteten Arbeitsbühne, zumindest notdürftig geflickten Arbeitsbühne, kann man es jetzt dann auch schon in die Wand montieren. Ich habe jetzt die Kamera so versucht hinzustellen, dass man es möglichst gut sieht. Es ist da der Platz gerade ein bisschen beengt durch alles, aber ich versuche es euch möglichst gut zu zeigen. Jetzt füllen wir den Kleber da auf die Stirnseite der Arbeitsbühne und drücken sie so circa da in Position, wo sie war. Weil es geht jetzt eben nur darum, dass da, wo nur die Brandschutzmauer betoniert werden muss, dass da nur vernünftig gearbeitet werden kann, weil sonst ist ja hintenrum jetzt mittlerweile alles schon von den Arbeitsbühnen befreit. Und die zwei, die da ganz blieben sind beim Herunternehmen, haben wir gerade vorher gereinigt. Genau, jetzt müssen wir nur mal die Bretter da dazwischen wieder einlegen. Die habe ich früher mal gebickt, aber mittlerweile lege ich sie nur mal rein und da die Absturzsicherung dann natürlich noch dran machen. Das machen wir jetzt nur schnell. Bühne hebt die. Genau. Das da für die Kabel mit ausgeschnitten vorne. Und dann noch die zwei ganzen. Eine Flicken da. Ein Holz von der ist mir offenbar eher abhanden gekommen, aber prinzipiell braucht man da nicht unbedingt einen Fußlauf. Ich meine, das wird schon keiner unten aufstützen, oder? Setzen wir mal die Vorschrift außer Kraft. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Da und mit den Heißkleber anfassen. Das sage ich die ganze Zeit, aber ich greife auch oft genug rein. Ah! Genau. No. Einfach weil es überall rausgefällt auf der Seite. Aber so haben wir es jetzt wieder ziemlich gut repariert. Kann man da zumindest wieder vernünftig arbeiten. Jetzt legen wir noch die ganzen Eisen drauf, was da daneben gefallen sind. Und dann war es das auch schon wieder von dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gilt natürlich gerne ein Abo dalassen. Oder ein Like. Und ein Like. Nicht oder. Folgt auch gerne auf Instagram, da lade ich auch hin und wieder coole Bilder hoch. In letzter Zeit bin ich leider gerade nicht so dazu gekommen, aber
Sonst gibt es oft coole Stories-Bilder, gibt es eh nicht so viele. Genau. Ist wäre schön. Kann man wieder brauchen. Genau, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.